ich bin Anna Schagi aus dem Bistum Essen. Ich bin erst seit 1,5 Wochen hier in Krakau und helfe im Team der Übersetzung mit. Ich übersetze vom Polnischen ins Deutsche verschiedene Texte, auch für das Pilgerbuch und so weiter. Und ich wollte mich einfach engagieren, weil ich auch aus Polen komme. Meine Familie stammt aus Polen und ich wollte meine Kräfte, meine Talente einsetzen, um dieses Treffen so gut wie möglich zu gestalten. Also ich bin Alexandra Krawczyk. Ich komme auch ursprünglich aus Polen, aber geboren in Deutschland. Beide Eltern sind Polen. Ich komme aus Baden. Das ist an der Grenze zu Frankreich, bei Straßburg. Und was ich wichtig finde, ist auch zu zeigen, wie Polen so ist. Ich denke auch, dass vor allem die Katholiken in Deutschland hier auch so ein bisschen Hoffnung bekommen können, weil hier einfach die ganzen Kirchen voller junger Menschen sind und man spürt die Freude, man spürt so richtig diese Erwartungshaltung auf die Weltjugendtage. Und ich glaube, dass dieser Optimismus, diese sprühende, dieses Leben, was man in den Kirchen alles so mitbekommt, das wäre ganz gut für die Deutschen, die auch herkommen. Bislang haben wir gehört, dass in Deutschland relativ wenige Leute sich angemeldet haben, leider. Ja. Wir hoffen, das ändert sich noch. Ja, ich glaube auch mit den ganzen Neuigkeiten aus den Medien, so Terrorgefahr und so weiter, klar, man hat sehr viel Angst, aber ich glaube, ich weiß nicht, also so, ich meine, was sollen wir denn ändern? Ich meine, wir bleiben katholisch, wir stehen für das, woran wir glauben und daran ändert sich nichts. Und ich glaube, da kommt auch dieser Gedanke jetzt erst recht vor allem auf, so, dass wir uns auch nicht unterkriegen lassen. Aber auch das, was der heilige Johannes Paul II. Gesagt hat, nie lęk się, das ist so, habt keine Angst. Ich glaube, das ist jetzt wirklich auch so wichtig für diesen Weltjugendtag, dass wir wirklich keine Angst brauchen, nicht vor Terroristen, aber auch nicht vor uns selbst. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil viele Menschen heutzutage flüchten vor sich selbst, vor dem, was wir eigentlich sind, was wir vom Leben brauchen, was wir vom Leben wollen. Und ich glaube, das ist so wirklich so dieses Motto, dass man keine Angst brauchen muss. Das ist wichtig. Papst Franziskus kommt zum Weltjugendtag. Freust du dich schon drauf? Ja, ich freue mich unheimlich, ihn zu sehen. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, ihn zu treffen. Und auch, dass er am letzten Tag mit den ganzen Freiwilligen eine Messe abhalten wird. Vielleicht haben wir dann wirklich die Chance, ein bisschen näher dran zu sein. Das ist auf jeden Fall ein großes Ereignis für mich, ja. Cieszymy się na was w Krakowie. Przyjeżdżajcie wszyscy i... Zapraszamy na duże wydarzenie z papieżem Franciszkiem, z całą młodzieżą świata. No, Kraków na was czeka. Będzie naprawdę bardzo fajnie. Czekamy na was. Auf Deutsch? So, willkommen. Ja, nein. Also wir freuen uns auf das große Treffen mit Papst Franziskus und mit euch und wünschen uns, dass ihr kommt. Ja, wir bereiten alles für euch vor. Ja.